kuschelt euch daheim schon mal richtig schön ein. Der Spieleherbst ist da. Der November startet mit einer neuen Marke aus dem Hause Square Enix, The Quiet Man. Stumme Helden kennen wir zwar schon zu Genüge, aber hier gehört es zum Konzept. Der Protagonist mit dem Seitenscheitel ist nämlich taubstumm. Leise wird's trotzdem nicht, denn der Bursche lässt es mit seinen Fäusten ordentlich knallen. Neben den Actionsequenzen will The Quiet Man einen starken Fokus auf die Story legen. Trotzdem soll sich der Umfang derart in Grenzen halten, dass der Actiontitel in nur einer einzigen Sitzung durchgespielt werden kann. Ungewöhnlich auch die Optik. Eine Mischung aus Live-Action und animierten Bildern sieht man nicht alle Tage. Deutlich lauter wird's mit dem nächsten Musikspiel. Ihr wollt außerdem authentisches Japano-Arcade-Feeling? Das geht kaum besser als mit dem wilden Trommeltraum Taiko no Tatsushin Drum & Fun. Hier könnt ihr euch zu einer breiten Auswahl an Pop-, Anime- und Videospielmusik die Seele aus dem Leib trommeln. Alles auf Japanisch, versteht sich. Mit den Joy-Cons macht das Trommeln allerdings nur halb so viel Spaß. Glücklicherweise erscheint zeitgleich das passende Taiko Drumset, damit ihr euch auch wie ein echter Taiko Master fühlen könnt. Looten und Leveln wird einfach nie langweilig. Das scheint sich Blizzard bei Diablo 3 zu denken und bringt das RPG in der Eternal Collection jetzt auch für die Switch. Wer es bisher immer noch nicht gezockt hat oder einfach nicht genug vom Höllengeschnetzel bekommen kann, eure Zeit ist gekommen. Größter Unterschied zu den bisherigen Versionen, ihr könnt es mobil zocken. Außerdem bekommt ihr ein Nintendo-exklusives Rüstungsset im Ganondorf-Style, mit dem ihr dann vor all euren Freunden angeben dürft. Dark Souls-Entwickler From Software wirft einen VR-Titel in die muntere Release-Runde. Mit untoten Rittern und knüppelharten Kämpfern hat Dekarine aber herzlich wenig zu tun. Dunkle Seelen gibt's aber irgendwie trotzdem, denn ihr spielt einen Geist, der von einem Mädchen in einem Internat beschworen wurde. Eure Aufgabe ist es jetzt, eure geistesmäßige Existenz zu beweisen, indem ihr Objekte und sogar die Zeit manipuliert. Wir freuen uns zumindest jetzt schon drauf, nachts freche Internatsschüler zu erschrecken. Den älteren Semestern dürfte Larry Laffer noch ein Begriff sein. Vor etwa 30 Jahren zählten die anzüglichen Point-and-Click-Abenteuer um den sympathischen Loser und seine ewige, meist vergebliche Jagd nach amorösen Eskapaden zu den beliebtesten Genrevertretern. Nun wagt der deutsche Entwickler Crazy Bunch das zeitgemäße Comeback. Nach diversen Jahren im Tiefschlaf erwacht der 80er Gigolo in der heutigen Zeit und muss sich in der Generation Smartphone erstmal zurechtfinden. Derber Humor, klassische Kopfnüsse und die nette Comic-Inszenierung samt gelungener deutscher Sprachausgabe versprechen ordentliche Point-and-Click-Unterhaltung. Sofern euch die zotige Balz nicht zu drüber ist. Denn Larry ist und bleibt eben Larry. Tetris Effect. Wenn es einen Titel gibt, den vermutlich jeder gespielt hat, der auch nur ein bisschen was mit Videospielen am Hut hat, dann ist das wohl Tetris. Weil die Welt anscheinend immer noch nicht genug vom Klassiker hat, bekommen wir jetzt Tetris Effect. Das Grundprinzip bleibt unverändert, allerdings ergänzt um schicke Effekte und hypnotisierende Melodien. Klingt nach nicht viel, aber dahinter steckt Tetsuya Mitsugushi, der auch schon für Hits wie Res, Lumines oder Child of Eden verantwortlich zeichnet. Wir erwarten daher einen ähnlich intensiven Spielfluss vom frisch aufgebrühten Klötzchen-Klassiker. Wer sich noch mehr im Flow treiben lassen will, kann Tetris Effect auch in der virtuellen Realität zocken. Mit 1111 Memories Retold steht einer der ungewöhnlichsten und interessantesten Titel des Monats an. Für das storylastige Third-Person-Adventure arbeitet der französische Entwickler DigixArt mit den Wallace & Gromit-Machern Aardman Animations zusammen. Doch nicht nur der Ölgemälde-Look des Erste-Weltkriegs-Abenteuers, auch der Story-Ansatz von 1111 wirkt frisch. Ihr übernehmt abwechselnd die Rolle eines kanadischen Frontfotografen und eines deutschen Soldaten, der seinen vermissten Sohn sucht. Gesprochen von Elijah Wood und Sebastian Koch, erlebt ihr die Grauen des Ersten Weltkriegs so aus verschiedenen Perspektiven. Die Macher versprechen ein cineastisches und emotional mitreißendes Adventure. Wir sind gespannt. Eine Menge Historie hat auch Hitman im ikonischen Aktenkoffer. Nachdem Entwickler IO Interactive die einzelnen Missionen im 2016er Ableger noch nach und nach veröffentlicht hat, gibt's die 6 neuen Aufträge von Agent 47 jetzt wieder alle auf einmal. Und in Kolumbien, Miami und den 4 weiteren Locations macht der Auftragskiller natürlich erneut das, was er am besten kann: seine Zielpersonen auf möglichst kreative und kuriose Arten um die Ecke bringen.
Besonders interessant, mit dem Ghost Mode ist erstmals ein kompetitiver Mehrspielermodus mit an Bord. Wer mehr dazu wissen will, dem sei die Game 2 Folge mit der Nummer 87 ans Herz gelegt. Da gibt's nämlich ein umfassendes Preview zum Auftragskiller mit der Nummer 47. In den 90er Jahren erlebte das Genre der 3D-Jump'n'Runs seine große Blüte. Und weil schon das letztjährige Remaster von Nasenbeutler Crash so außerordentlich erfolgreich war, freut sich nun der nächste Pixelhüpfer auf sein HD-Comeback. Spyro Reignited Trilogy enthält die ersten drei PlayStation-Einsätze des namensgebenden Knuddeldrachen. Audiovisuell derbe aufgehübscht, versteht sich. Im direkten Vergleich mit Crash Bandicoot setzen die Spyro-Spiele dabei nicht nur auf Geschicklichkeit, sondern stärker auch auf Such- und Sammelkram. Am 13. November wissen wir, wie gut das 32-Bit-Trio spielerisch gealtert ist. In Fallout 76 wird unbekanntes Gebiet betreten. Zum einen geht es ins verstrahlte Hinterland von West Virginia und zum anderen wird Fallout erstmals zu einem Online-Survival-Game. Allein oder in der Gruppe streift ihr durchs Ödland, ballert fleißig Mutanten nieder oder baut eure eigene kleine Endzeitsiedlung auf. Andere Spieler können euch jederzeit dabei helfen oder auch mal eben eine Atombombe schicken. Besonders an der großen Online-Welt, es soll ausschließlich echte Spieler und keine NPCs geben. Durchaus ein spannender neuer Ansatz also. Ob der aber wirklich auch gut funktioniert, sehen wir am 14. November. Ein paar Tage später dürfen wir uns auf das erste Pokémon für die Switch freuen. Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli. Ob die Freude berechtigt ist, muss sich allerdings noch zeigen, denn die beiden neuen Editionen sind eine Art Hybrid aus Pokémon Go und einem vollwertigen Pokémon-Spiel. Konkret heißt das etwa, dass wilde Pokémon nur noch direkt gefangen werden können, es keine Zufallskämpfe mehr gibt und Taschenmonster vom Smartphone auf die Switch geschickt werden können. Das Ganze findet im Setting der allerersten Pokémon-Spiele statt und enthält bis auf wenige Ausnahmen auch nur die Monster der ersten Stunde. Bald sind wir schlauer. Solange erfreuen wir uns an den fashion Frisuren, mit denen ihr eure Partner-Pokémon verunstalten könnt. Wem das alles viel zu knuffig und viel zu unspektakulär ist, der darf sich auf Battlefield 5 freuen. Vor allem, wenn man ein Freund von Singleplayer-Kampagnen ist. Im Vergleich zu Call of Duty Black Ops 4 liefert DICE's Shooter nämlich erneut eine War Stories getaufte Singleplayer-Kampagne, die euch die Schlachten des Zweiten Weltkriegs aus verschiedenen Perspektiven schlagen lässt. Dazu haben wir übrigens auch einen Preview in der Folge 88. Obendrauf gibt's natürlich wieder fette Multiplayer-Schlachten mit bis zu 64 Spielern. Squad-Optionen sollen ausgebaut werden, die Operations werden zu Grand Operations und noch vieles, vieles mehr. Das jetzt alles zu erklären, würde aber den Rahmen sprengen. So oder so, es wird wieder ordentlich knallen. Das Schlusslicht im November bildet das apokalyptische Geschnetzel Darksiders 3. Nachdem sich bisher die Reiter Krieg und Tod austoben konnten, ist jetzt Schwester Fury an der Reihe. Die braucht sich vor ihren Brüdern aber keineswegs zu verstecken, denn sie kann mit ihrer Klingenpeitsche heftig und wieselflink austeilen. Das muss sie aber auch, denn der Schwierigkeitsgrad im dritten Teil zieht spürbar an und setzt verstärkt auf fordernde Einzelkämpfe. Verpackt wird das Ganze im Metroidvania-Stil und mit deutlich weniger Rollenspielelementen als im Vorgänger. So, damit habt ihr jetzt erstmal genug Zockauswahl für den November. Bleibt geschmeidig und natürlich Abo nicht vergessen. Also, bis bald!